Genau, ja. Genau, ich glaube, da müssen wir dann auf Verstanden klicken. Und wir haben ja durch diese Einstiegsrunde, glaube ich, ein paar Dinge schon umreißen können. Durch die Assoziationen kam ja schon bereits raus, dass es um einen Prozess geht, dass es um Einrichtungen geht, dass es um Strukturen geht, dass es um Verständnisse geht. Und ich glaube, diese und viel mehr Fragen sind es, die sich vielleicht in diesem komplexen Zusammenhang stellen. Das heißt, wie antworten wir in der Praxis auf gewisse Bereiche des sozialen Miteinanders, des Bildungsmiteinanders, des Auftrages von Bildung und Erziehung vielleicht, in den formalen Bildungsräumen, aber auch in den informellen und freieren Bildungsräumen zu schauen, was haben wir für ein Verständnis von Fair oder Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, weil wir uns ja heute unter dem Stichpunkt globale Gerechtigkeit ein bisschen mehr eindenken wollen. Was verstehen wir genau darunter? Wie arbeitet ihr? Wie arbeiten wir im Rahmen von BNE? Ich glaube, ich wechsle jetzt immer zwischen Sie und Du. Ich hoffe, das ist für Sie und für euch kein Problem. Vielleicht lande ich dann langsam beim Du. Was ich hoffe in dem Zusammenhang heute für diesen Raum, ist es in Ordnung. Und wie sind die verschiedenen Ansätze postmigrantisch zu verstehen? Das kam auch bei den Assoziationen raus, mehr Raum. Eigentlich diejenigen beteiligen, um die es geht. Wir haben von vielen Räumen gesprochen, die so oder so geprägt sind und wo wir schon merken und fühlen, da fehlen einfach Menschen in diesen Räumen. Und darum geht es ja auch, glaube ich, in dieser Reihe, so habe ich das mitgenommen, dass diese Beziehungen miteinander geklärt werden sollen, aus welcher Perspektive komme ich und wem und wie ermögliche ich die andere Perspektive. Ich habe jetzt ein älteres Zitat mitgebracht. Entwicklungspolitik als solches wird ja so nicht mehr verwendet. Eine erfolgreiche Entwicklungspolitik eröffnet Möglichkeiten und respektiert dabei die Diversität der Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr schon eine Ahnung habt, von wem es sein könnte, aber es ist vielleicht auch zu allgemein. Ich gehe dann darauf ein, nämlich soll es ja um Gerechtigkeit gehen und nehme als Grundlage für das Vermitteln jetzt oder den Versuch, meine Schnittstellen von diesen Begrifflichkeiten irgendwie zu erklären. Mit der Grundidee von Gerechtigkeit von Amartya Sen, das ist ja der Wirtschaftswissenschaftler, der in Harvard letztendlich jetzt arbeitet, also über viele Stationen und forscht und auch Nobelpreisträger ist und interessanterweise eben durch diesen Blick der Wirtschaftswissenschaften über all die Themen, die wir in der Vorstellungsrunde hatten von Ökologie, sozialgerechteren Transformationsprozessen, aber auch Bildungsgerechtigkeit und vieles, vieles mehr geforscht hat und sehr viel Tools und hilfreiche Ideen uns mitgibt, wie wir und diese Begrifflichkeiten, die ihr gefragt habt, wie können wir Begriffe verstehen, wie können wir die Begriffe nutzen, uns was in die Hand gibt, nämlich die Grundannahme ist, wir müssen mit der Pluralität von Gesellschaften die Anerkennung verschiedener Lebensrealitäten realisieren für uns selber. Das kam ja eben auch bei euch gerade raus in der Assoziationsrunde. Einwanderungsgesellschaft ist Punkt, Punkt, Punkt. Und da habt ihr schon viele Antworten darauf gegeben. Das bedeutet selbstverständlich, wenn ich die Existenz von Verschiedenheit, von Pluralität, von Diversität, von Vielfalt, welche Begriffe wir auch nutzen, sehe, dass ich da im Diskurs immer mit reingehen muss mit der Pluralität von Konzepten. Das heißt, ich werde, so wie so oft in der Bildungsarbeit, nicht mit einem One-Size-Fits-All-Theorie reingehen können und meine Checkliste haben und mein rezeptartige Vorgehensweise. Schritt 1, die Schülerinnen machen das. Schritt 2, ich als lehrende Person mache das oder als Multiplikatorin, um da diese Begrifflichkeit einzubringen, was ihr auch gerade verwendet habt, nämlich den ganzheitlichen Diskurs natürlich in einem Prozess von Bildungsschritten zu bedenken. Dieser Ansatz von Sen hat er Capability genannt. Das heißt, die zentrale Idee basiert auf dieser Grundidee von Fähigkeit, dass Menschen
fähig sein sollen, fähig sein können, es ihnen ermöglicht werden soll, bestimmte Fähigkeiten, die sie haben, die sie verlernt haben, die sie noch nicht erlangen konnten, aus den verschiedensten Gründen, ja, zu erlangen, um dadurch sich selber auseinanderzusetzen, in zum Beispiel Bildungsraum mit diesen folgenden Stichpunkten. Und natürlich sind sie nicht vollständig, wie sie ich wiedergebe, nämlich mit der Fähigkeit der Freiheit. Wer ist frei und welche Freiheit meinen wir, wenn wir von Freiheit von Bewegung reden, von Mobilität, wenn wir von Freiheit von Auswahl im Sinne des Auswahls reden, die Freiheit der Entscheidungen, abhängig von Aufenthalten, unabhängig von Aufenthalten, von familiären Situationen, die Freiheit von körperlicher Unversehrtheit, und so weiter und so fort. Ich glaube, da könnt ihr selber sehr viel jetzt für euch und miteinander dann dazu ergänzen. Wer redet von welcher Freiheit und wie ist das gemeint und wer hat sie? Dann geht es natürlich um Rechte. Das klang auch ein bisschen bei euch an in den Räumen, die ihr bespielt, in denen ihr euch bewegt. Was wird da geboten und welche Entscheidung trifft wer für wen? Also welche Rechte bekommen welchen Platz, in welchem Rahmen, um zu sagen, was verstehen wir darin? Sind das die allgemein westlich geprägten Demokratieprozesse, definierte Standards von Wissen, definierte Standards von bestimmten Fähigkeiten eben, oder sind das ganz andere Perspektiven, auf die man sich einlassen sollte im Sinne von Zen, um sich mit dem Begriff Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. Was ist Gerechtigkeit? Aus welcher Perspektive? Das ist das, was er uns mitgeben möchte. Und ich glaube, dass die Personen, die meisten, so wie ich es rausgehört habe, in der ersten Sitzung nicht dabei waren, um euch da auch ein bisschen mitzunehmen. Ich glaube, da ist das ein bisschen schon besprochen worden und liefert uns quasi die Grundlage für diese Suche nach der Schnittstelle zwischen BNE und was verstehen wir oder wie arbeiten wir postmigrantisch. Ich habe es jetzt ein bisschen, aber nicht zu so sehr hoffentlich provokativ mit dem Versus abgekürzt, postmigrantischer analytischer Blick versus die verschiedensten Herangehensweisen und Ansätze im BNE. Also geht das eher auseinander oder gehen diese zwei, die ja schon in sich sehr viel mehr beinhalten, als nur zwei genannt werden, aufeinander zu oder treiben die eher magnetisch so einander weg, weil sie doch nicht auf allen Ebenen zusammenpassen? Und um da reinzukommen, inhaltlich, was wir leider heute in dieser kurzen Zeit gar nicht ausführlich tun können, ist, dass wir die Ebenen uns einfach bewusst machen, nämlich, dass wir diese postmigrantische analytischen Blick bearbeiten können, indem wir auf die empirische Ebene schauen, auf die normative Ebene schauen und auf die politische Ebene schauen. Und damit dann uns diese Grunddiskurs im Rahmen von Bildung im weitesten Sinne für Deutschland stellen können. Wovon reden wir hier überhaupt? Ja, wir sind sehr geprägt. Einwanderungsland ist Punkt, Punkt, und ihr erinnert euch, Integration. Oder doch viel mehr, und inzwischen wissen wir es ja eigentlich auch schon, Partizipation und Teilhabe. Die empirische Ebene ist natürlich die Ebene, auf der wir sehr konkret schauen können, was ist Bildung, wie passiert und geschieht Bildung in Deutschland. Und ich glaube, ich kann quasi alles weglassen und die Meldung von gestern nur hier in den Raum reingeben, die neue PISA-Studie. Die ist katastrophaler als die alte PISA-Studie. Die neue PISA-Studie zeigt einmal mehr leider, dass alle Ungerechtigkeiten sich mehrfach verstärkt haben nach Corona. Dass Deutschland nicht für die Digitalisierung bereit war, dass die Schulen es nicht geschafft haben, alle Kinder, gerade die benachteiligten Kinder und Jugendlichen, mitzunehmen. Weder technisch noch inhaltlich noch in den Abläufen und somit diese sehr formell abgefragten Standards von Mathe, Lesen und ich weiß nicht, was da noch dazu gehört, eben katastrophal die Ergebnisse zeigen. Und leider, und das ist auch der analytische, kritische Blick von postmigrantischer
Bildung oder Diskurs kamen in den ganzen Kommentaren zur PISA-Studie gestern schon wieder und immer wieder und nochmal wieder heraus, das könnten doch die ganzen migrantischen Kinder sein, die da irgendwie diesen Schnitt verschlechtern. Also wir driften wieder in den strukturellen Rassismus ab und gucken wieder nicht reflexiv auf uns selber, was geht an Schulen schief. Das wäre eine sehr klarer Auftrag an uns alle, uns die neue PISA-Studie, die Kommentierung dieser PISA-Studie und die scheinbaren Ursachen und Ursachensuche von gestern uns mal einfach anzuschauen. Aber ich will nicht dabei bleiben und auch da nicht diesen ja, etwas anklagenden Ton verstetigen, weil natürlich geht es um sehr viel mehr. Die empirische Ebene kann sein, Städteentwicklung, Stadtplanung, Mobilität in der Stadt, wie teilt sich eine Stadt auf in ihrer Verkehrsplanung, wie viel Platz bekommen Autos, wie viel Platz bekommen Fahrräder, wie viel Platz bekommen Fußgängerinnen, wie geht eine Stadt in der Stadtentwicklung, in der Stadtplanung, in diesen ökologischen Transformationsprozessen damit um, auf die Demografie zu antworten. Also da kann man sehr viele Studien auf Stadtebene, auf ökologische Ebene insgesamt, natürlich auf Bildungsebene anschauen. Und wenn wir die postmigrantische Perspektive reinbringen wollen und was vielleicht bisher gar nicht so sehr in BNE mit drin war, aber von postmigrantischen Ärzten ist überhaupt nicht wegzudenken, ist das Thema Gesundheit. Wie geht eine Stadt, eine Region, eine Kommune, ein Land mit der Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger um, mit den Menschen, die in einer Region leben? Und auf welche Dinge wird geachtet und wird nicht geachtet? Welche Angebote gibt es in der Gesundheitsprävention? Auch all das brauchen wir nur kurze Zeitraum bis in Corona denken und schauen, was sich da alles verschlechtert hat, leider, oder was einfach versäumt wird nach wie vor, weil wir noch sehr tief in verschiedene ältere Ansätze stecken, die uns nicht weiterbringen und tatsächlich lauter Barrieren sind, um da auch im Bildungsgrundgedanken weiterzukommen. Vielleicht nur so ein bisschen ein paar Grundideen und Impulse für die empirische Ebene. Für die normative Ebene ist es natürlich die Frage, wie können wir aus BME-Sicht, wie können wir aus der postmigrantischen Sicht in diese normative Ebene nämlich reingehen, um uns, und das habt ihr auch in der Eingangsphase erwähnt, die Realitäten. Ja, wie sind die Realitäten? Wie ist die Zusammensetzung eines Stadtteiles? Wie ist die Zusammensetzung einer Schule oder einer Universität? Wie viele Studierende studieren? Welche Fächer? Sind das mehr weiblich gelesene Personen? Sind das mehr männlich gelesene Personen? Welche Räume biete ich dort? Und wie ist die Struktur Universität? Es war ja jemand da von der Wissenschaft. Wie ist die Struktur Schule? Wie ist die Struktur Jugendzentrum? Kita, was auch immer wir nehmen könnten, aufgestellt. Wie ist die Personalstruktur vom Alter her, von Geschlechteridentitäten her und von dem allen her? Und wie kann sich diese Struktur, Uni, Kita, Jugendamt, Jugendzentrum, was auch immer, und natürlich auch Verwaltung und Hochschule und Medien umstellen in ihre Struktur? Ist das das Personal? Ist das die Rekrutierung? Ist das die Weiterbildung? Ist das die Öffnungszeiten? Für wen öffne ich mich als Verwaltung? Oder sage ich 9 bis 16 Uhr? Ist 9 bis 16 Uhr, die Bürgerinnen haben sich anzupassen. Ja? Da brauchen wir nur nach Dänemark, Finnland und Co. gucken, was Digitalisierung, all diese Sachen quasi fast als obsolet darstellt, weil da gibt es sehr viele andere Tools, die viel mehr Gerechtigkeit herstellen auf normativer Ebene. Für die Bürgerinnen und den Bürger zu sagen, ich nutze die Angebote einer Stadt, einer Schule, einer Verwaltung für mich, für meine Lebensrealität, wie sie passt. Um da dann zu schauen, wie ist die Bevölkerungsstruktur in Bezug auf Migration, in Bezug auf Deutschlernende, in Bezug auf Menschen, die eben Familiensprachen nicht Deutsch sind. Wie kommen diese Personen mit? Wo lernen sie? Wo werden sie geschult? Wo werden sie zu Akteuren und wo sind sie eher passive Annehmende oder passive Angesprochene, die aber eben nicht kommen. Ne? Das ging auch ein bisschen hervor, dass man ja in vielen Angeboten leider die Zielgruppen nicht erreicht. Also all das wäre diese Ebene. Die normative Ebene wäre dann,
das, worauf es auf uns ankommt, sehr aktiv zu werden. Die anderen Ebenen sind ja so auf verschiedene Auseinandersetzungsebene von Sitzung, Studium, Weiterbildung und so weiter, Analyse. Und diese dritte Ebene ist tatsächlich da, wo sich die Aushandlungsräume eröffnen. Also wer redet für wen, wer lädt wen ein, wovon sprechen wir, wer kommt nicht, wo ist die Niedrigschwelligkeit, wo ist die Barrierefreiheit für Menschen, welche Konferenzen werden angeboten und es gibt null Rücksicht auf Menschen, die sehschwach sind, die Gehörprobleme haben, Barrierefreiheit im Sinne von körperlicher Unversehrtheit etc. pp. Also da geht es dann genau darum zu sagen, die Ansätze sich anzuschauen, ob das die Ansätze der Schaffung eines dritten Raums ist oder die Ambivalenztheorien, weil da sind wir mittendrin in der Ambivalenz. Da müssen wir klarkommen mit Mehrdeutigkeiten, weil postmigrantisch ist mehrdeutig und somit wird sich die Grundidee von Integration als schon längst obsolet erklären, nämlich Integration verstanden als die berühmte Einbahnstraße, als diese berühmte Bringschuldtheorie. Jetzt kommt und integriert euch, jetzt habt ihr gefälligst Punkt, 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 jetzt verlangen wir aber Punkt, Punkt, Punkt. Bei uns ist das A und O Punkt, Punkt, Punkt. Bei uns wird Deutsch gesprochen, Punkt, Punkt, Punkt. Also da gibt es sehr, 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 sehr viel leider, gerade aus dem formellen Bildungsbereich, Kita, Schule, Hort, Berufsschule, wo das Wir und das Ihr noch sehr, sehr, sehr stark verankert ist und Rassismus als gesellschaftliches Phänomen im Bereich Bildung mit das stärkste Phänomen ist. Also der Bereich Schule und Bildung, das mit unter anderem rassistischste Raum in Deutschland. Und da gilt es genau, die Schnittstelle zu formulieren für sich, wie kann ich an der Schnittstelle meiner Erfahrung aus BNE, aus Idee von Gerechtigkeit, in die postmigrantischen analytischen Blick zu gehen und zu sagen, wie verstehe ich Teilhabe, was ist Teilhabe und wie partizipativ kann ich bereits in der Konzeption meiner Arbeit, meines Projektes, meine Einstellung von Azubis, von Praktikantinnen, von Kolleginnen sein. Wen frage ich? Wer entscheidet? Welche Fragen werden gestellt? Also all das wären die Ebenen, in die man quasi in die Arbeit reingehen könnte. Ich habe auch nicht mehr so sehr viel, würde aber gerne eben tatsächlich diese Impulse setzen, damit wir dann ganz gut, es ist jetzt 10 nach 11 ungefähr, Zeit haben, in die Gruppen zu gehen. Das heißt, die Antwort im Sinne, und da fehlt ein I, im Sinne von Sens Ansatz ist die Frage von, welche Analyse Willen, Bewusstsein und reflektive Formen habe ich, Ungerechtigkeit überhaupt zu besprechen, mein Verständnis von fair sein, fair behandeln, andere fair ja, diesen Raum zu geben, diesen Grundsatz, der vorhin im Ansatz stand, nämlich die Fähigkeit zu geben auch, um Ungleichheit sichtbar zu machen und natürlich antidiskriminierend, diskriminierungskritisch, rassismuskritisch zu arbeiten in diesem sogenannten bisher Integrationsprozess, was ja dem postmigrantischen Ansatz komplett entgegen spielt, nämlich aus der postmigrantischen Sicht ist es wesentlich inklusiver gedacht. Ungleichheit, also dieses angenommene Gleichsein einer Gruppe aufgrund eines Merkmals zu behandeln mit den Vorurteilen, mit denen ich aufgewachsen bin, die ich im Bildungslehrmaterial sehr tief verankert habe. Ja, sei es eine Mathematikaufgabe, die als Beispiel eine Familie mit Hartz IV nimmt und eben nicht ein Beispiel aus einem Wirtschaftsunternehmen, um ungeheure Gewinnprozente auszurechnen. Also auch da das Grundverständnis, was in der Bildung vermittelt wird. Und natürlich das Ganze intersektional zu betrachten, intersektional in diesem Sinne der, was auch mit dieser Ambivalenztheorie ja sehr einhergeht, dass wir die
Betroffenheit von Menschen, sei es aufgrund von geschlechtlicher Identität, Ausbildung, Herkunft, Sprache, Religion, Alter etc., sehr, sehr, sehr oft nicht bedenken. Es gibt natürlich einen Fokus auf sehr viele Modewörter wie Empowerment, intersektional steht in jedem Projekt und in jedem Projektantrag, aber ich glaube, die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und zu reflektieren, die nehmen sich dann doch die wenigsten. Um da ein bisschen, also Impuls für die Zeit nach 12 Uhr zu geben, um zu schauen, okay, was ist das jetzt genau, wovon Sie geredet, was gehört da noch alles dazu und wie kann ich es praktisch machen? Zwei Beispiele für die Praxis, um zu sagen, ich begebe mich in welcher Form dann auch immer in die Diskussion über diese Transformation entlang dessen, was ist BNE, was ist postmigrantisch. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal die Frage in den Raum stellen, ob die Begrifflichkeiten euch klar sind, so richtig. Nämlich sehr gut machbar lässt sich diese Arbeit wissenschaftlich, aber auch wirklich sehr klassisch bildungsorientiert, aber eben auch im weitesten Sinne Multiplikatorinnen und andere Wissensräume zu teilen anhand der Erinnerungskultur. Ja, dass wir zum Beispiel uns anschauen, was für eine Erinnerungskultur haben wir in Deutschland, in den Lehrmaterialien, in unseren Lehrplänen, in unserem Aktivismus, in unserer Initiative im Verein oder in der Gruppe oder als Projekt. Und da empfehle ich sehr dieses Buch. Oh mein, ja, ich habe das. Ich müsste mein. Ah, nee. Ja, aber es steht ja da. Ich habe es hier. Was ist hier wegen dem Hintergrund weichgestellt? Deswegen seht ihr das nicht. Lydia Lierke und Massimo Perinelli sind die Herausgeberin. Das Buch heißt Erinnern, Stören, der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive. Ja, also allein dieser Titel, der zieht, weil wer hat beim Mauerfall an Migrantinnen gedacht? Wer hat beim Mauerfall an jüdische Menschen in Deutschland gedacht? Niemand. Kein Redner aus der Regierung, kein Programmatik, kein Wiedervereinigungsvertrag, keine Arbeitsverträgeverlängerung, keine Aufenthaltsverlängerung, nichts ist da passiert. Und da ist tatsächlich sehr viel, was bearbeitet werden kann, um darin dann auch den Tipp an euch zu geben, sehr viel über postmigrantisch sich auseinanderzusetzen, sind mindestens zwei, es ist ja ein dickes Werk, zwei Werke zu nennen von Naika Furutan, also zwei Kapitel, aber auch die Auseinandersetzung von Max Čolek und vielen anderen zum Thema Postnarzissmus und Postmigration. Und ihr seht, bei Naika Furutan ist das Ost groß geschrieben, also Post-Ost. Das ist nochmal etwas, was in unserer Gesellschaft bisher gar nicht stattfindet. Was ist mit den Menschen, die im Osten nicht diese klassische Anwerberfamiliensituation von erster, zweiter, dritter Generation, sondern die ganz andere Migrationsgeschichte im Osten? Heute sind nicht so sehr viele Menschen im Osten drin, aber glaubt mir, dieses Thema ist noch sehr, sehr unbehandelt und sehr, sehr wenig erforscht und sehr, sehr wenig Raum bekommt sie, um die Narrative aus der Ostperspektive, die migrantisch geprägt sind, in die ganzen gesamtdeutschen Diskurse einzubringen. Und ein weiteres Thema, was sehr gut sich eignen lässt und aus den Bereichen kommt ihr ja, und da seid ihr sicherlich wesentlich mehr drin und habt sehr vieles schon gemacht, ist natürlich dieses Verständnis von globaler Solidarität, sei es in der Lieferkette, sei es in der Städtepartnerschaft, sei es in diese eine Weltforen, sei es auf welcher Ebene oder eben auch die Reflexion über imperiale Lebensweisen, um die sozial-ökologischen Transformationsprozesse auf welcher Ebene auch immer zu beschreiben. Da auch dieser Literaturtipp von Alexander Bär. Ich weiß gar nicht, wie ich die Kamera hier halte. Gut, so, ihr seht es ungefähr. So sieht es aus. Alexander Bär, globale Solidaritäten. Darin sehr viel Schlaues über Bündnispolitiken, über Allianzen, über den Sinn von Gemeinwohl, wer arbeitet für den Gemeinwohl, wie und wer eben nicht. Und was in unserer Arbeit und an der Schnittstelle zwischen BNE und postmigrantisch unerlässlich ist, ist der Schatten, der Druck, die Kontinuitäten kolonialer Unterdrückung, die wir nach wie vor in jeder Ecke unserer
Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen, zu sehen sind. Vielleicht erstmal so viel. Ich würde den Abschluss erstmal lassen und meine Freigabe kurz stoppen, damit ich euch sehe. Ich weiß nicht, wenn ihr euch jetzt gerne beteiligen wollt, und das würde ich gerne, ist es vielleicht dann ganz gut, die Aufnahme zu stoppen.